Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind hier jetzt in Hogsmeade und werden jetzt gucken, welche Aufträge noch offen geblieben sind, die wir machen wollen. Hier, die Konkurrenz wegfegen. Albi hat erwähnt, dass Imelda südlich von Hogwarts zu finden ist. Um die Daten zu bekommen, die er will, muss ich an ihrer Besenprüfung teilnehmen. Wollen wir das machen? Geheimes Lager im Schloss, ein Freund der Tat. Ich muss den Eingang zur Höhle finden, die müsste. Ja, das können wir auch machen. Oder wir machen einfach mal die Hauptaufgabe. Charles Rookwoods Prüfung. Percival Rackham und Charles Rookwood wollen, dass ich Charles Prüfung so bald wie möglich abschließe. Ich werde mich auf Schloss Rookwood mit Professor Fig treffen. Die Aufgabe machen wir jetzt. Wir wollen noch ein bisschen in der Hauptstory weiterkommen. So, dafür müssen wir ganz weit nach unten, wie man sieht. Oha, aber zu einem Glück haben wir die Flohflamme. Die spart ordentlich Zeit. Ich bin echt mal gespannt. Wir haben jetzt den Fluchzauber. Haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen ausprobiert. Den dunklen Zauber. Crucio. Und der haut richtig rein. Na, ist ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob das nur mir so erscheint. Aber die Animation und auch die Lautstärke ist schon echt heftig. So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Besen einmal. Für die letzten Meter. Halt zwei Gegner in der Luft, okay. Das würde ja nur mit Levioso gehen. So, dann gucken wir mal, was Professor Hier Fick zu sagen drüben. hat. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Okay, dann schauen wir mal. Charles Rookwoods Prüfung. Ich könnte jetzt einen Feuerwhisky vertragen. Flohflamme? Der Fluch. Während der im Schöner Fluch es drin gehört. ist, schwebt er Was erstmal. macht er, wenn ich wieder unten bin? Haben wir eigentlich Talente? Dann könnte ich eigentlich mal diesen Zauber verbessern. Jetzt haben wir ja die dunklen Künste ja freigeschaltet. Und dann gucken wir mal. Also. Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Okay, das haben wir ja schon. Blutfluch. Wenn einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Okay. Philippendo hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Okay, nee. Expelliarmus. Nee, das wollen wir auch nicht. Expelliarmus. Ein Flucheffekt haftet länger an einem Gegner. Das wäre auch cool. Verlangsamungsfluch. Arreste Momentum hat auf Gegner. Okay, nee, Arreste Momentum ist auch nicht so toll. Crucible-Beherrschung. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucible verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das ein Gegner in der Nähe verflucht. Das ist cool. Das nehmen wir mit. Ja, da habe ich nochmal geguckt auf den Bildern, wie es aussieht. Fluchsabbe. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Sehr cool. Das hört sich doch auch cool an. Das nehmen wir mit. Haupttalente, gibt es da irgendwas Cooles? Der Mega Power Trank hat bessere Heilwirkung. Das nehmen wir mal mit. Raum der Wünsche, was gibt es hier so Cooles? Ich guck mal stichprobenartig rein. Ah, ist nicht so doll. Ach, ich lasse das mal so. Ich spare mir das auch. Vielleicht, wenn wir noch dunkle Zauber lernen, können wir die verbessern. So, es geht los, Leute. Jetzt ist der Zauber auch verbessert. Und alle anderen kriegen auch diesen Fluch. Das ist richtig geil. Wenn wir auf einen verfluchten Gegner. Seht ihr, wie alle diesen Schaden kriegen? Geiler Zauber. Richtig geil. Alle kriegen Schaden, wenn wir einen verfluchten Gegner angreifen. Das ist ja mal richtig cool. Wir sind auch schon fast Level 26. Kobolde überall, wo man hinschauen kann.
Wir sind Rookwoods Leuten sehr nah. Rebellion. Aber geil mit diesem Fluch-Kombo. Dass der dann alle, dass man, wenn man Verfluchte angreift, dass alle das abkriegen, ne? Das ist schon richtig geil. Gerade bei so massenhaften Gegnern. Brandrocks Rebellion hält niemand auf. Brandrocks Leute. Da, jetzt kriegt er den ganzen Schaden mit ab. Das ist so geil. Krass, beide gleichzeitig erledigt. Geil, Leute. Das macht jetzt richtig Spaß mit diesem Fluchzauber. Natürlich ist das Geschmackssache, ob man die dunklen Künste lernen möchte oder auch nicht. Vingardium. Okay, so kommen wir da hoch. Ich brauche Vingardium Leviosa, glaube ich. Wo war das jetzt? Vingardium Leviosa? War das der hier? Nee. Der war das. Vingardium Leviosa. Wollen wir da auch mal hoch? Vielleicht gibt es hier auch was. Da kommen wir gar nicht hoch. Stelle ich gerade mal fest. Ich dachte, da ist eine Truhe oder sowas. Okay. Vingardium Leviosa. Dann wollen wir da hin. Zauber umrüsten. Dann nehmen wir nochmal hier Levioso mit natürlich. So, und dann schauen wir mal. Die werden wieder viele Gegner sein. Safe. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Runrock. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Krass. Der Verräter. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Dann wollen wir mal ins Schloss. Oh, hier geht's auch gleich ab. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Er greift alle automatisch an, wenn er diesen Fluch drauf hat. Das ist sowas von geil, Leute. Alle kriegen Damage einfach. Nochmal. Das gleiche. Alle kriegen den Confringo-Zauber oder was? Das ist ja krass. Ich dachte immer nur der Basiszauber. Krass, 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 krass. Das macht richtig Spaß, Leute. Okay, wir kriegen richtig Schaden hier irgendwie. Und der nächste. Ey, den kann man irgendwie nicht abwehren, ne? Super.
Trevelio. Alle erledigt, oder? Krass. Alter, dieser Fluchzauber, mit, also Crucio, das ist ja mal richtig geil mit dem Talent, ne? Ich glaube, Confringot wurde auch auf die anderen raufgeschickt. Ich dachte immer, der Basiszauber. Aber es scheint, dass auch die Hauptzauber, die man auf die verwendet, auf die anderen reflektiert werden. Ziemlich genial. Wirklich. Sehr, sehr geil. So kann man natürlich massenhaft Gegner vernichten. Ohne Probleme. Revelio. So, was gibt es hier noch? Ich glaube, das war's. Dann können wir mal nach oben. Wir müssen irgendwie dahin. Hier ist noch eine Truhe. Okay, dann lasst uns mal weiter. Hier sind wahrscheinlich noch mehr Gegner, nehme ich an. Revelio. Oh! Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Okay. Hier ist irgendwie auch was. Was hat es mit den Symbolen an den Wänden auf sich? Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Wir müssen sie alle finden und zeitgleich aktivieren, scheinbar. Da sind die Symbole Schlange und Adler. Kann ich hier denn durch oder? Nee, ich muss wirklich erstmal irgendwie damit. Und jetzt? Warte mal. Nummer 2. Gibt's hier noch einen? Oder sind es wirklich nur 2? Es sind hier. Also das ist nur Licht, okay. Verstehe das nicht. Schloss Rookwood soll ich betreten. Aber wie soll ich das schaffen, wenn ich... Ich habe 2 von den Dingern. Kann ich mit Confringo irgendwie arbeiten? Confringo! Geht auch. Bringt aber auch nichts, wenn ich da öfter drauf hau. Sind das wirklich nur die beiden? Oder ist da irgendwie oben noch einer? Nee. Revelio. Nee, es sind... Ah, dahinter! Confringo! Okay. Und jetzt? Ah, okay. Das waren wirklich 3 dann. Wir haben es, Leute, wir haben es. Jetzt können wir ins Rookwoods Keller. Aha, das Schloss Rookwood. Waldspuren, sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Das kriegen wir hin, Professor Fick. Was ist das denn hier? Endboss? Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Das ist die Quelle sieht von... Sieht leer aus. Renrocks Macht. Sie auch hier, wenn sie alles entnommen haben. Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Das Porträt? Meint ihr das hier? Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Da! Er ist es. Charles Rookwood. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff.
Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen Sie die nächste Prüfung absolvieren. Okay. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Ranrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. Okay, alleine also. Verbinde dich mit der alten Magie. Okay, ohne Professor Fick jetzt ganz allein. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte Sie. Die zweite Prüfung. Leute, ich würde sonst sagen, ich speichere hier einmal ab und wir machen in der nächsten Folge die zweite Prüfung. Da lohnt sich ja eine ganze Folge dafür zu widmen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Gerne ein Abo dalassen. Und in der nächsten Folge werden wir die Prüfung 2 von Charles Rockford einmal uns anschauen. Ja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.